Retinol ist bei mir so ein Inhaltsstoff, der wirklich viel bringt. Aber mit Retinol wird halt auch oft geworben und es ist überhaupt kein Retinol drin. Ich stelle dir heute das Face Theory Produkt vor und wie ich damit zurechtgekommen bin, erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco und ich mache eine Review-Woche. Das habe ich auf dem Community-Tab abstimmen lassen, was da alles vorkommt. Und das Face Theory Produkt war eins davon. Und falls du jetzt nicht zeitgleich dieses Video anguckst, sondern ein bisschen später, dann findest du unter dem i eine Playlist, da findest du alle Videos, die ich bis jetzt gedreht habe. Guck da einfach mal rein. Und wenn du, ja, zeitgleich die ganze Sache anschaust. Morgen gibt es noch ein Video um 20 Uhr, also einfach mal reinschalten. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach los mit dem Produkt. Und wir sprechen heute über ein Produkt, wo tatsächlich echtes Retinol mit drin ist. Aber ich muss bei Face Theory immer sagen, Face Theory ist, was so Werbeversprechen angeht, die geben immer 150%, ne? Also so richtig heftig. Und das ist natürlich für uns Autonormalverbraucher, wir wissen im ersten Moment nicht, ist das, stimmt das oder ist das übertrieben? Bei solchen Produkten sehe ich das immer so, dass ich halt eben nach den Inhaltsstoffen gucke, die mir bekannt sind, wo diese Inhaltsstoffe sind, welche Form des Inhaltsstoffs in dem Produkt drin ist. Und ich habe mir bei dem, jetzt muss ich mal echt gucken, ich habe keine Brille auf, dem Regenacan Serum Pro. Ich muss eins vorne hinweg sagen. Face Theory hat immer so Pro-Produkte und aber auch eine abgeschwächtere Version von so einem Produkt. Also meistens kommt die abgeschwächt, also die schwächere Version zuerst raus. Und dann bringen sie die Pro-Version raus. Ich rate keinem, der mit Retinol bis jetzt noch keine Erfahrungen gemacht hat, dass sie gleich an die Pro-Version geht. Denn man muss solche Actives üben, sage ich immer. Also man darf sowas nicht regelmäßig anwenden. Es kann halt einfach sein, dass die Haut auch reagiert. Und das ist nie gut, zu glauben, die Haut wird sich schon daran gewöhnen. Mm-mm. Wenn man mit so einem Produkt übt, bedeutet das, man macht es einmal auf die Haut, vielleicht nach Möglichkeit nicht tagsüber, sondern abends, dass wenn eine Reaktion entsteht, man das eben abends hat. Und dann schaut man, wie die Haut sich so verhält, wie verhält sich die Haut einen Tag danach, vielleicht wie verhält sich die Haut nach 2 Tagen. Und dann kann man es eventuell nochmal wagen, aber zu glauben, meine Haut wird sich schon dran gewöhnen. Sowas werde ich immer wieder gefragt unter Videos. Das dürft ihr nicht machen. Wenn eure Haut reagiert, hat sie zu diesem Zeitpunkt genug. Und der Zeitpunkt wird nie kommen, wo eure Haut sich an das Produkt gewöhnt. Das gibt's nicht. Das geht nicht. Gleiches zählt bei Retinol eben auch. Probier's aus, ob du es verträgst. Und kombinierst nicht nach Möglichkeiten irgendwie mit Säuren. Weil das kann reizen und wenn du dann noch eine Säure dazu packst, das kann eben auch reizen. Ich habe das bei mir probiert, also ich hatte das Retinol von Colibri und habe dann immer mal wieder eine Säure angewandt und habe dann schon, also meine Haut verträgt wirklich viel, sie verträgt echt viel. Ich habe eine Mischhaut in Richtung fettig, ich habe große Poren und empfindliche Haut habe ich definitiv keine, ne? Und ich habe dann nach einer Weile schon gemerkt, aber da habe ich schon einige Male die Variante angewandt, das juckt dann doch so ein bisschen. Und wenn deine Haut anfängt zu jucken, na, also das ist immer ein schlechtes Zeichen. Deswegen werde ich euch auch empfehlen, das bitte getrennt von Säuren anzuwenden. Also ihr könnt es mal ausprobieren, was eure Haut sagt, aber wirklich dann auch nur einmal ausprobieren und gucken und wirklich genau hinschauen und nach Möglichkeiten das halt wirklich getrennt anzuwenden. Face Theory darf ich euch wirklich beglücken bezüglich dieses Spenders. Der befindet sich ja auch auf dem Azelaensäure-Produkt und ich liebe diesen Spender. Ich sag's ja immer wieder, es gibt Hersteller,
Da drückst du auf den Spender drauf und da kommt viel zu viel raus. Und das ist nie gut. Das ist ein teures Produkt und das musst du nicht in Mengen auf dem Gesicht auftragen, sondern nur an den entsprechenden Stellen, wo du zum einen feine Linien hast oder eben Vernarbungen hast. Da kannst du das auftragen. Und da kommt einfach die richtige Menge raus. Und so Pumper sind einfach mega gut. Und durch das Fläschchen sieht man halt einfach auch, wann das Produkt leer ist und wann nicht. Wir haben hier so eine gelbliche, ganz leicht fettige Emulsion, würde ich jetzt sagen. Aber die zieht unwahrscheinlich gut in die Haut ein. Das hängt natürlich immer von deinem Hauttyp ab. Wie schon erwähnt, ich habe eine Mischhaut in Richtung fettig, bin 43. Meine Haut ist vom Typ vielleicht auch ein bisschen anders wie deine. Folgendes Produkt ist zum momentanen Zeitpunkt, ich weiß nicht, wann du das Video sehen wirst, ihr guckt es auf jeden Fall auf der Homepage, die habe ich euch unten verlinkt, ist zum momentanen Zeitpunkt günstiger als das, was ich hier gekauft habe. Also 6 Euro günstiger geworden oder so, das gibt es auch selten zur heutigen Zeit. Ich kann es wirklich empfehlen, ich mag das Produkt, ich finde es aber nicht so gut wie das Retinol von Colibri, muss ich an der Stelle auch sagen. Und wenn ich hier irgendwie noch Platz habe, werde ich dir die Review von dem Retinol-Produkt von Colibri auch mal verlinken. Also ich finde es nicht so gut wie das von Colibri, es ist aber dennoch wirklich in Ordnung, ob diese Versprechen, die Face Theory auf der Homepage, ja, Versprechen eingehalten werden können. Das kann man an der Stelle natürlich auch nicht sagen, weil solche Produkte muss man dann schon immer auf längere Zeit anwenden. Und so ein Fläschchen reicht dann natürlich nicht aus, um wirklich zu sagen, ah, ich habe weniger Linien und ah, meine Hyperpigmentierung geht weg. So einen leichten Effekt wird man immer haben nach der Anwendung von einem kompletten Fläschchen, aber davon hängt ja, es hängt ja auch immer so ein bisschen zusammen, was verwendest du noch, wie sieht deine Routine aus und so weiter. Also das sind nicht alles Gesichtspunkte, die man irgendwie sieht und wo man Face Theory halt glauben muss und was da Face Theory immer auf der Homepage schreibt, klingt halt doch sehr übertrieben und das kann ich halt nicht bestätigen. Ich finde es dennoch gut. Es sind keine Duftstoffe drin. Es ist vegan. Es ist tierversuchsfrei. Hast du das Produkt schon probiert? Hast du andere Erfahrungen wie ich gemacht? Schreib das gerne unten in die Kommentare. Das ist wichtig. Schreib deinen Hauttyp dazu. Denn so kann mein Zuschauer entscheiden, kaufe ich mir das Produkt oder kaufe ich mir das Produkt nicht. Also schreib gerne deinen Hauttyp dazu und wie du mit dem Produkt zurechtgekommen bist. Denn jede Haut ist anders. Also kommt auch jeder unterschiedlich mit dem Produkt zurecht. Ich melde mich an der Stelle wieder ab. Würde mich freuen, wenn du morgen wieder einschaltest. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!